Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal frohes Neues an alle und ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich bin wieder bei meinen Schwiegereltern gewesen in der Nähe von Hoyerswerda und bin jetzt in Hoyerswerda bei Budo Point. Da waren wir ja schon mal und ich wollte einfach mal schauen, ja, was es im Laden so Neues gibt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und ja, es gibt mal einen kleinen Vlog. Viel Spaß dabei. So Freunde, dann gehen wir mal rein und ja, schauen einfach mal, was es Neues in den Laden gibt. Wir fangen einfach mal hier vorne an. Hier sind die großen Koi-Becken. Falls ihr das Video von vorletztem Jahr noch nicht gesehen habt, schaut mal da oben nach, der ist nochmal verlinkt. Wir sind jetzt natürlich leer, wir sind jetzt halt im Winter hier, deswegen keine Kois momentan. Aber schaut euch mal an, wie riesig dieser Laden hier ist. Also ich bin immer wieder echt beeindruckt, was für eine riesen Verkaufsfläche hier ist. Hier kriegt ihr halt echt alles, wenn ihr hier in der Nähe wohnt, zum Thema Fisch, Koi und so weiter und so fort. Dann laufen wir mal hier vor. Spezialisiert auf Diskus sind sie jetzt mittlerweile. Auch sehr, sehr viele Verkaufsbecken mit Diskus hier. Wunderschöne Tiere. Da sieht man es. Schöne Farben, Riesenauswahl. Und ich habe mir sagen lassen, da ist auch noch was geplant für die Zukunft jetzt. Aber dazu werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video noch mal ein bisschen mehr erzählen. Hier schöne Schaubecken für die Diskus. Sorry für die Spiegelung. Das Video ist jetzt sehr, sehr spontan und ja, minimalistisch gehalten, sagen wir es mal so. Weil das hier ein Spontanbesuch war, weil ich hier in der Nähe bin. Aber guckt euch mal die schönen Tiere an. Dann gehen wir mal weiter. Hier die großen Back-to-Nature-Schaubecken hier mit den Tanganyika-Barschen. Auch immer wieder schön, sehr, sehr clean. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon von den letzten Videos. Immer wieder ein Eyecatcher, die sind riesengroß, ich glaube die sind 3,5 Meter oder sowas. Auch wunderschöne Tiere drin. Schaut es euch an. Da sind sie. Schöne Farben. Alle gesund. Und das Ganze hier in einem künstlichen, ja, einem künstlichen Riff von Back to Nature. Sieht richtig schön aus mit der Patina hier auf den Steinen. Richtig, richtig nice. Ja, dann haben wir hier drüben Verkaufsanlage. Hier ist ein Teil gerade dunkel, weil, glaube ich, die Goldfische und sowas verkauft werden und jetzt im Winter natürlich keine Saison ist. Und um ja, Heizkosten zu sparen, wisst ihr, ist das immer besser, die Anlage dann abzustellen. Ja. Ja, schaut euch mal an, wie viele Becken hier sind. Also das ist echt sagenhaft. Dann haben wir hier so eine kleine Sitzecke. Das ist auch immer richtig, richtig nice. Ich stehe ja voll auf sowas. Also wenn ihr gute, coole Gartenmöbel sucht, seid ihr, glaube ich, hier auch an der richtigen Adresse. Dann laufen wir mal rüber. Elefanten sind auch im Laden. So, hier noch ein paar schöne Verkaufsbecken. Ich schirme mich das jetzt einfach mal so ein bisschen drüber. Malawis, wie der Name schon sagt, Budo Point. Budo Point ist ja in Malawi. Und deswegen natürlich auch eine große Auswahl an den Fischen, wie man hier sieht. Also eine sehr, sehr große Auswahl, um es mal genauer zu sagen. Was haben wir hier? Ein paar schöne Wälze. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für welche sind. Schöne L-Wälze. Ich glaube, L128 und L270 müssten das sein. Da hinten sitzen sie. Schöne Tiere. Dann laufen wir mal weiter. Also wir machen jetzt nur mal so eine, kleine Shop-Tour, ja. Dann haben wir hier das nächste große Schaubecken. Mit den, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber hier stehen sie. Mit den 5-Fleck-Maulbrüdern. Ihr wisst, ich bin nicht der absolute Fischspezialist, deswegen, ja, da war jetzt der Name. Auch super, super schön. Mit den großen Wälzen noch mit drin, die das Ganze hier sauber halten. Da sind mittlerweile auch richtige Steine drin, glaube ich. Sehr, sehr geil. Fasziniert mich immer wieder, diese großen Becken. Dann gehen wir mal einen Gang weiter. Auch wieder Malawis. Natürlich auch andere Fische. Wenn man schaut, hier Maroni-Barsche, die Feuermaul-Buntbarsche, die Mäcki,
auch ein Standard. Was haben wir hier drüben? Schwarze Neon. Also hier findet ihr wirklich alles rund um ja, sämtliche Zierfische. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier drüben noch? Ja, hier ein paar Schmucksalmler. Was sind das hier? Die kleinen Barsche. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ich versuche euch den mal genau drauf zu bekommen. Auch schön. Dann hier, was haben wir hier? Prinzessin von Bundi, oder wie sie heißt. Ist sehr schön. So, gehen wir weiter. Ach, hier oben. Weißstirnmesserfische, auch was Seltenes. Ein paar Raritäten hier. Sehr, sehr schöne Tiere. Oder was meint ihr? So, gehen wir weiter. Das dritte große Schaubecken war jetzt mittlerweile mit Diskus. Wie gesagt, da wird sich in Zukunft auch noch ein bisschen was hier erweitern, habe ich mir sagen lassen. Aber die Beckengröße ist natürlich auch echt sagenhaft. Und die Tiere, schöne Wildformen, Wildfarben. Richtig, richtig schön. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier mal ein kleines Skalarbecken. Ganz normalen Naturskalaren. Und dann, das muss ich euch unbedingt noch zeigen, haben wir hier drüben. Die wurden, so wie ich mir sagen lassen habe, gestern geholt beim Völkel. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich muss auch unbedingt mal besuchen kommen, wir mal deine Zuchtanlage anschauen. Aquadicted war ja schon bei dir. Richtig, richtig schöne Tiere, wenn ihr mal schaut. Schöne Mankapure, Rotrückenskalare. Ich hoffe, es kommt jetzt von der Farbe auch ja, so einigermaßen rüber auf dem Video. Richtig nice. Also wenn ihr da Interesse habt, der Preis ist auch super top und auf jeden Fall gerechtfertigt. Da sieht man es jetzt nochmal schön. Wirklich schöne Farben, schöne Tiere stehen top da. Also wer sowas sucht, ist dann hier in Hoyerswerda genau richtig. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal ein Schaubecken stehen. Schöne Wurzeln drin, hier schöne Emerse-Bepflanzung gegen die Algen. Wisst ihr ja, bin ich auch Fan von. Was haben wir hier drin? Es ist mehr oder weniger Kaltwasser, glaube ich, was hier drin sitzt. Kardinalsfische, Regenbogen-Elritzen. Ach, guckt ja schon mal die riesen Kardinalsfische an. Die sind echt groß hier drin. Sehr, sehr schön. So, dann laufen wir weiter. Hier kleine Kampffischanlage. Wird gerade bedient, deswegen schauen wir da nicht rein. Weiter, hier noch weiter Fischverkaufsanlage. Also hier findet ihr wirklich alles, ja, was das Aquarianerherz begehrt an Fischen. Riesengroße Auswahl. Ich glaube, die größte wirklich auch hier im Umkreis. Sehr, sehr nice. Ah, guckt euch mal die an. Die kennen wir doch, ne? Aus meinem Outdoor-Aquarium. Die blinden Höhlensalmler. Sehr geil, wie klein die noch sind. Wenn ihr mal überlegt, wie groß meine sind, die sind, glaube ich, viermal so groß und achtmal so fett wie die. So, gehen wir ein bisschen weiter. Was haben wir hier noch? Roter von Rio, eher ein Standardfisch. Hier Kupfersalmler. Auch ein sehr unterschätzter Fisch, auch sehr, sehr schön. Wenn er so im Schwarm ist und schön Farbe hat. Dann haben wir hier noch den gelben Phantomsalmler. Was haben wir hier noch? Ah, Schwertträger. Auch schon lange nicht mehr gesehen, obwohl es ein Standardfisch ist, schon lange nicht mehr vor der Linse gehabt. Was haben wir denn noch da? Hier schwarze Guppies, Hochzuchtguppies. Auch sehr, sehr schön. Ja, also ihr seht schon, wenn ihr Fische sucht und aus Hoyerswerda kommt, kommt auf jeden Fall mal hier vorbei. Oder auch wenn ihr hier aus der Nähe kommt, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. So, dann schauen wir mal weiter. Hier drüben haben wir nochmal ein riesengroßes Schaubecken. Das dürften bestimmt so 5 Meter sein oder sowas. Auch alles voll mit Diskus. In sämtlichen Farben. Sehr, sehr geil. Also ihr merkt schon, es geht alles Richtung Diskus hier.
bei Bulu Point. Ah, dann haben wir hier noch mein Highlight vom letzten Mal, den Wasserfall, der hier angeschlossen ist an das Axolotl-Becken. Hier sind die Axolotl drin. Sieht man sie? Ja, da sind sie. Auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Idee. Wenn das Ding richtig bepflanzt ist, dann catcht das bestimmt auch nochmal richtig. Oder was meint ihr? Gebt gerne mal Feedback dazu. Ja, aktuell ist ein bisschen mau, alles ausverkauft. Das sind ja Feiertage gewesen. Ich glaube, da hat jeder Zoohändler momentan ein bisschen leere Becken. Deswegen habt da ein bisschen Nachsicht. Normalerweise sind die Becken voll. Gut, was haben wir jetzt hier? Genau, hier haben wir auch nochmal ein Schaubecken. Auch nochmal Diskus. In wunderschönen Farben. Schaut euch das mal an hier. Sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier eine kleine Terroristikabteilung. Griechische Landschildkröten. Sehr schöne Tiere. Wie klein die sind. Ja, wie gesagt, eine kleine Terroristikabteilung ist hier. Guckt euch das mal an. Das sind echte Kunstwerke, was hier stehen. Wenn man sowas im Garten stehen hat, ist man auch der King, oder? Ich will nicht wissen, was das für eine Arbeit ist, solche Schnitzereien hier zu machen, oder? Schreibt gerne mal in die Kommentare, gefällt euch sowas? Also mir gefällt's. Richtig cool. Ja, dann geht's hier nochmal weiter. Das Standard-Aquaristik-Zubehör, man kennt's. Ist nicht so ganz mein Fall, aber selbst die Plastikdinger, die gehen jetzt immer mehr in Richtung Natur, wenn ihr mal so schaut. Das ist schon so gehobener Standard, was Plastikdeko angeht, finde ich. Könnte man sich schon reinstellen, also ohne die Plastikpflanzen natürlich. Hier unten haben wir nochmal schön Back to Nature. Was haben wir hier noch? Ah, boah, guckt euch mal die krasse Hardscape-Auswahl an. Also die Hardscape-Auswahl ist auf jeden Fall auch gewachsen. Wenn ihr mal hier so schaut, im Gegensatz zum letzten Mal. Da waren noch nicht so viele da, glaube ich. Also wenn ihr Hardscape sucht, seid ihr auf jeden Fall auch an der richtigen Adresse. Alles am Start, was man braucht, um ein schönes Aquarium einzurichten. Sehr, sehr geil. Natürlich auch mittlerweile alles vergriffen. Ja, fast alles. Aber die Auswahl ist schon riesig, ne? Ich bin immer fasziniert von der Größe von dem Laden hier, oder? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber es sind auf jeden Fall einige. Schöne Tonröhren haben wir hier am Start. Morkinholz. Also an Holz ist hier auch eine riesengroße Auswahl. Das sind diese vorgewässerten Wurzeln. Auch sehr geil, die bleiben direkt unten und sind für Wälze super geeignet zum Abnagen. Was haben wir hier noch? Sand und Bodengrund. Auch geil. Dann hier, die kennt ihr ja auch noch. Diese Plug-and-Play Hardscape-Elemente. Sehr, sehr cool. So, laufen wir mal weiter. Eingang. Schöne Welshüllen, Barsch- und Welshüllen. Krass, habe ich so auch noch nicht gesehen. Sieht interessant aus. Was haben wir denn hier? Ey, richtig coole Wurzeln sind hier am Start. Schaut euch das mal an. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier mal zu schauen, wenn man was Spezielles sucht. Generell die hier, schaut euch das mal an. Das ist echt richtig nice. Und der Preis geht auf jeden Fall auch fit. Sehr geil. Wenn ich das jetzt gerade sehe, ich habe für dieses Jahr was geplant. Ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, weil ich nicht weiß, ob ich es umgesetzt bekomme. Ich habe mich letztens mit André von Aquadicte darüber unterhalten. Ja, und sowas brauche ich eventuell dafür. Ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Da gibt es dann nächstes Mal ein Update oder eine Fragerunde. Vielleicht in einem Livestream oder so. So, hier Sera haben wir noch am Start. Auch mit der Sera Hardscape-Auswahl. Die schönen schwarzen Scaping-Twigs, wie heißen sie? Scaper Roots. Dojo. So, laufen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Nochmal ein kleines Schaubecken mit Moskito-Werblingen. Und ja, hier ist auch nochmal ein Schaubecken. Ich glaube, das wird gerade auch neu gemacht. Gelben Königssalmland drin.
Schöne, schöne Tiere. Richtig nice. Ja. Das hier wird, glaube ich, auch neu gemacht. Ah, schaut euch das mal an hier. Schön mit der Tigerlotus drin. Aber irgendjemand lässt sich die Tigerlotus hier schmecken. Ich glaube, ich habe hier den Verdächtigen schon gefunden. Das müssten die sein, die sich hier ein bisschen schmecken lassen, die ein bisschen wegsnacken. Was ist denn das denn? Algenfresser Rotschwanzgarer. Die habe ich, ey, ohne Witz, die habe ich noch nie gesehen. Sehen aus wie die Panda-Bärblinge? Ne, Panda-Barben? Ne, Panda-Prachtalgenfresser, so rum. Aber mit Punkten? Die sind ja geil. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Habt ihr die schon gesehen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Da sitzen sie. Schöne, schöne Tiere. Geil, mal wieder was Neues gesehen. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz hier. Hier nochmal so eine geile Schnitzerei. Und der Tisch hier, der schärft mich ja schon seit meinem ersten Besuch hier. Den hätte ich gerne bei mir im Garten stehen, oder? So schön als Unterschrank oder Untertisch fürs Outdoor-Aquarium. Wäre das doch richtig mega, oder nicht? Richtig geil. Ich will echt nicht wissen, was das für eine Arbeit ist, sowas hier zu schnitzen. Aber es sieht auf jeden Fall mega interessant und mega, mega stylisch aus. Hier nochmal als Drachen. Richtig geil. Und das ist wohl die Rohform davon. Krass. Und muss ich mal fragen, wer die Dinger eigentlich schnitzt. Das würde mich aber interessieren. Und da würde ich auch gerne mal dabei sein, würde das gerne mal filmen, wie sowas gemacht wird, oder? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja, an Blankobecken mangelt es hier auf jeden Fall auch nicht. Also hier bekommt ihr wirklich alles, was ihr fürs Hobby braucht, wie ihr hier seht. Wir gehen nochmal kurz davor. Aquarienkombinationen stehen hier auch einige. Sämtliche Hersteller, auch Eheim. Die Vivaline-Serie, sehr beliebte Serie. Von den Preisen her auch, ja, sehr gut. Was haben wir hier noch? Ah, Frostfutter. Darf natürlich auch nicht fehlen. Gibt es hier auch en masse. Schauen wir nochmal hier drüben. Ein paar kleine Aquarienkombinationen. Sehr, sehr geil. Also die Aquarienkombination-Auswahl ist hier auch echt riesengroß, oder? Sieht man selten. Fluval. Richtig geil. Also schärft mich schon der Laden hier. Gehen wir noch mal ganz kurz hier zu den Rotrücken. Also die schärfen mich hier am meisten. Wie gesagt, die sind vom Völkel. Und wer das Video von Aquadicted kennt, die waren ja schon mal zu Besuch bei ihm, wissen, das ist High Quality hier. Richtig, richtig schöne Tiere. Die schärfen mich wirklich. Da hätte ich auch mal wieder Bock, ein Becken mit Skalaren zu machen. So ein schönes Biotop-Aquarium im Amazonas-Style, oder? Richtig geil. Ja, ihr seht hier, das ist ein bisschen Betrieb. Wir gehen noch mal ganz kurz zur Kampffischanlage. Ich filme mal schon mal ganz kurz hier drüber. Auch eine schöne Auswahl an Kampffischen, super schöne Farben. Schöne Koi-Kampffische hier. Sehr cool. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Überblick verschaffen. Was ich euch noch zeigen wollte, der Chef hat mir gesagt, hier wird komplett Lebendfutter gezüchtet für den Sommer, also für die komplette Anlage. Er hat hinten eine riesen Anlage stehen, also Outdoor. Da ist jetzt natürlich im Winter nicht viel los, aber ich darf mir die mal ganz kurz anschauen. Die Bilder seht ihr jetzt mal hier eingeblendet. Also hier sind tausende von Fässern, riesengroße Fässer. Wie gesagt, im Moment ist hier leider nicht wirklich was da, weil im Winter ja, sich die Population natürlich nicht so stark vermehren wie im Sommer. Aber ich kann mir schon denken, dass das hier locker für die ganze Anlage reicht. Und da echt Respekt an den Besitzer, dass er hier sowas macht. Also ich glaube, ich muss im Sommer noch mal vorbeikommen, muss mir das mal genau anschauen, wie das im Sommer aussieht. So, und jetzt sind wir wieder zurück im Laden. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier. Boah, die Auswahl an Wurzel ist hier natürlich auch immens. Ja? Boah, schaut euch das mal an. Das ist doch mal echt ein Megateil, oder? Also sowas findet man, glaube ich, echt nur hier. Das findest du im ganz normalen Standard-Zooland, findest du sowas nicht. Richtig geile Wurzel für ein Biotopbecken, der absolute Oberkracher. Wahnsinn. So, Freunde,
das war es jetzt mit dem spontanen kurzen Video hier. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht so professionell war, wie ihr es sonst eigentlich von mir kennt. Ja, wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Da war ich beim Fred zu Besuch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Alles, was ja, Aquaristik aus den letzten Jahrhunderten betrifft, hat der zu Hause am Start. Das Video gibt es, glaube ich, übermorgen. Also müssen wir mal gucken, wann ich das hier hochlade. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, hier vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und tschüss.